Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Minister, die Damen und die Herren. Den Institut, um den es hier geht, gibt es, wenn ich mich schon gut erinnere, seit 1990. An ein Vor-Nähre-Minister angesiedelt am Staatsminister, das eigentlich eben in ganz vielen Lützebäuer Think Tank, und besonders an der Außenpolitik von den Einzigen, nicht auch über die Jahre immer ganz interessant Arbeit gelegt. Er hat viele Publikationen gemacht und hat uns auf die Karte gesetzt bei vielen ausländischen Universitäten und auch an Thematiken wie der Syrien-Konflikt oder auch Russland und so weiter, wo aber immer ganz interessant Veranstaltungen, die da gemacht wurden. Es ist vor, dass schön, dass die letzte Politik den Institut DAX nicht valorisiert hat, dass viele Ministerin da wären. Es hat keine mehr daraus gemerkt, in logisch das geht in Zug gemacht, ob schon das Budget von dem Institut, also im Vergleich zu all den anderen Maßnahmen, die hier im Land geholt gehen, ganz, ganz modest ist. Da bin ich froh, wäre es nicht besser zu gucken und kontinuierlich, und das ist ganz interessant, dass wir überhaupt so ein Institut tun, auf Platz in Zug zu machen, gucken, ob wir nicht können valorisieren oder vielleicht integrieren, entweder im Außenminister oder ob Uni Lützeburg, aber nicht einfach so ein radikal Maßnahmen holen, wie die Dialoge geplant ist, und auf so ein Institut zu verzichten. Ich sage nicht, merci. Merci, Herr Präsident. Den Honorablen Herr Kartäuser hat eine Frage gestellt über den Institut d'Etudes Européennes et Internationales, die zu Lützeburg, also an den tatsächlich auch wieder so 90 gegründet ist. Den Honorablen Deputat sieht, wir dürfen ihn zumachen. Das ist ein ASBL. Und Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo die Regierung nicht decidiert, ASBL zuzumachen, aber ein ASBL an der Konzernadministration selber decidiert, ob sie wollen zugemacht gehen oder nicht, und nicht eine Regierung, die decidiert, was von ASBL zu Lützburg erlebt sind oder nicht. Das heißt, die Information, dass wir sie zumachen, ist selbstverständlich falsch. Dass die Kontribution vom Staat reduziert, also auf Null gesagt wird, für die nächsten Jahre, als vielleicht für den Institut mehr schwer, für dann hier Aktivitäten zu organisieren, wie sie wollen, wo sie im Moment integral, also auf jeden Fall den größten Teil von ihren Suchen von öffentlicher Hand kriegt. Zur Information, als den Institut auch bei uns am Staatsminister gewesen, und wir haben pour des raisons de compétence auch gemerkt, dass es wichtig wäre, dass beim Herrn Meijer, beim Herrn Hansen an der Recherche, aber im Enseignement supérieur soll rattachiert gehen, und noch in einer ihrer Tutelle. Dass geguckt gehen und das rausfand gehen, dass am Anfang ganz viel Double Emploi geschehen. Die schwätzt wie den indischen Think Tank, das ist nicht ganz leicht wie all die anderen Zentren, die teils Lützburg gibt, weil die Kinder ja wegen Rutsch, die aber auch Recherchen, die gehen ja wegen Rutsch, die auch Recherchen machen, und es fehlt auch nicht so, dass hier erbischt, egal wie. Und da, wenn es eine Menge mal, dass für allem an den Herr Kartäuser oder am Fong, Herr Präsident, an sich froh sein, was dann wird gehen. Nicht von der Uni geschwärt. Wir sind der Überzeugung, dass mit der Uni, hey, wir sollen aufhören, lauter Satelliten zu holen, wo am Fong von all den Satelliten nicht mehr weiß, rund um was zu drehen, hier noch wieder das fort. Und wir meinen, dass es wichtig ist, dass du in Lützburg, wenn wir die wollen, auch an den Mittelpunkt von der Recherche, von der Geschichte, von der Connaissance de soi-même auch mehr intensiv beschäftigen, auch du nie die richtige Platz hast, für die Arbeit zu machen. Machen. Und dafür ist auch gesagt gehen, dass du die Rapprochement, da musst du gemerkt gehen, zwischen all den Satelliten, wie ich nachher KD mal erleben zu nennen, auch für allem mit der Uni. Double Emploi kann ich im Moment nicht leisten. So nicht, merci.